Hallo und herzlich willkommen zu GasStation Simulator. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben heute wieder ultra viel zu tun. Zum einen müssen wir natürlich Waren nachbestellen, dann müssen wir die Toilette sauer halten. Wir müssen das Dach streichen, wir müssen innen streichen. Wir brauchen Angestellte. Ich sage das immer wieder, wir brauchen auf jeden Fall Angestellte, weil so kommen wir gar nicht mehr klar. Wir haben ja auch schon wieder Fliegen, ne? Die müssen wir erstmal wieder beseitigen. Dann haben wir, warte mal, der ist ziemlich leer, okay, sehr schön. Also wie gesagt, und dann kommt ja Dennis auch noch. Hätte ich vorher gewusst, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, hätte ich vorher gewusst, dass wir hier so viel zu tun haben, dann hätte ich natürlich Dennis ausgeschaltet. Aber, also ausgeschaltet im Sinne von deaktiviert, nicht irgendwie ausgeschaltet im Sinne von, ne, du weißt schon. So, auf jeden Fall müssen wir heute auch eine Werkstatt kaufen. Dann haben wir noch mehr zu tun. Dann müssen wir Toilette sauber halten. Wir müssen den Laden hier auf Vordermann halten, ne? Wir müssen hier Waren nachkaufen. Wir müssen Benzin nachkaufen. Wir müssen Kunden bedienen. Wir müssen die Leute betanken, weil das machen die ja nicht selber, die feinen Herren. Nein, nein, das müssen wir ja machen, ne? Tankservice ist hier ganz groß geschrieben. Hallo, guten Tag. Ich mache das natürlich sehr gerne. So, einmal voll tanken. Sehr gerne, mache ich natürlich. $54. Ich sag ja, hier machst du am meisten Umsatz mit, aber, wie gesagt, der Einkauf kostet natürlich hier auch am meisten, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz haben wir aktuell ziemlich viel Geld. Also wir haben $400 und ich meine, wir brauchen 300 für die Werkstatt. Schauen wir uns natürlich gleich an. Eventuell werden wir auch direkt... Have a nice day. Hallo, guten Tag. Natürlich werden wir die Werkstatt, denke ich mal, heute auf jeden Fall kaufen, um zu sehen, was wir noch alles machen müssen. Achso, ich dachte, da kommt, das war's schon. So, schönen Tag noch. Tschüss. Okay, die nächste Frage, die ich mir gestellt habe. Also, wenn wir das Lagerhaus offen halten, können da Waren rausgeklaut werden. Aber, jetzt kommt's. Die Waren sind eigentlich nie so lange da. Ist da hinten ein Ölbohrturm? Dürfen wir auch noch nach Ölbohren? Ja, okay. Wahrscheinlich auch noch einen Schrottplatz bauen und was weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall, da sind gar keine Waren drin. Also die können nichts klauen außer Müll und unsere Gitarre. Müssen wir schauen. So, nichtsdestotrotz, wir kaufen jetzt erstmal die Werkstatt. $300. Errungenschaft freigeschaltet. Workshop. Okay. Dürfen wir jetzt auch noch ein Auto schrauben? Warte auf den Kunden in der Werkstatt und repariert sein Auto. Ja, wenn da einer kommt, woher sollen wir jetzt wissen? Vor allem, wir sind ja komplett in der Walachei, ne? Also wir sind ja nirgendwo. Und ich weiß nicht, ob das dann so stark frequentiert ist, ne, dass hier Leute hinkommen mit einem kaputten Auto. Vor allem, die müssen ja erstmal bis hier kommen, aus der Stadt. Die müssen hier den ganzen Weg entlang fahren, dann denken die sich, oh, mein Auto ist kaputt, dann gehen wir jetzt erstmal in die Werkstatt. Okay, Werkstatt. Warte, bis Kunde Fahrzeug verlässt und drücke den Knopf Hebebühne, um Reparatur zu starten. Nutze deine Fähigkeiten Standard-Shift, um zu sehen, welchen Bereich deine Aufmerksamkeit erfordert. Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle sicher, dass genügend Ersatzteile da sind. Okay, wir müssen hier auch noch nachkaufen. Okay. So, Lieferung. Müssen wir was nachkaufen? Nee, eigentlich nicht, ne? Okay, sieht nicht danach aus. Das ist unsere Hebebühne. Sehr schön. Hier haben wir jede Menge Müll. Den gehen wir jetzt erstmal wegschmeißen. Dieser Container hier, ne? Der wird am meisten irgendwie von mir benutzt. Irgendwie, weiß ich nicht. Also den brauche ich am meisten. Die anderen, naja, die stehen einfach so nur da rum. Ist Deko. Weil man das so in der Wüste macht. Und was baut man da noch? Ich habe so ein bisschen Angst, ne? Ein bisschen Angst habe ich schon, was da noch alles auf uns zukommt. Aber andersrum, es wird nicht langweilig. Also man hat hier immer irgendwas zu tun. So, kein Kunde da. Hallo, Officer. Schönen guten Tag. Darf ich sie anstreichen? Ja, okay. Ich fange schon mal an, ja? Ich streiche mal hier so ein bisschen. So, hier hat man ja gesagt, machen wir alles in... Weil, ey, das Dach müssen wir auch noch streichen. Ja, ich bin schon da. Ganz wichtig, Farbroller wegpacken. So. 4 Artikel. Scan-Kombo 5. You're a lifesaver. So, pass auf, dann gehen wir jetzt mal ganz schnell aufs Dach, weil da müssen wir ja auch noch was machen, ne? Wir müssen, guck mal, hier hat man ja schon gestrichen, das heißt, dann fangen wir jetzt hier an. Warte, linke, ja, ach nö, ich habe die falsche Farbe ausgewählt. Ja, toll, okay, ja, müssen wir, da sind Tauben drüber geflogen, deswegen sieht das so aus. Okay, was hatten wir denn jetzt nochmal? Ich glaube, das ist die Farbe, ne?
Ich hoffe. Nein. Die Farbe hatten wir nicht. Wir hatten die andere. Die dunklere. Okay. Streichen wir nochmal ein drittes Mal. Man muss Dächer immer dreimal anstreichen, habe ich gehört. Kunde an Werkstatt. Ich komme. Moment, ich bin gerade hier auf dem Dach. Ich komme. So, Kunde auf in der Werkstatt. So, dann rennen wir mal ganz schnell. Entschuldigung, ich muss kurz durch. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Wie darf ich Ihnen helfen? Einmal Auto reparieren. Eins. Reparatur. Okay. So, da, guck mal. Wir brauchen eine Spritze für... Ah, für... Oh. Was muss ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Ich kann gar nichts machen. Ah, ich muss hier bestimmt weg. Oh, warte. Wir hängen fest. Okay. Warte mal, kann das vielleicht sein, dass der Controller wieder angeschlossen ist? Und eventuell, ja, das Probleme gab. Okay. Krass. Jetzt können wir hier auch noch Car-Mechanik-Simulator spielen. Oh, krass. So, wo haben wir noch ein Problem? Das... Okay, der zeigt mir einfach nur hier. Das hier, das Teil müssten wir eigentlich austauschen, ne? $110 haben wir dafür bekommen. Das lohnt sich. Ich hoffe, da kommen noch mehr Kunden. Für einen Lackkratzer? $110? Okay, ist eigentlich relativ günstig. So, dann gehen wir jetzt ganz schnell wieder aufs Dach, oder? Ja, ganz schnell aufs Dach. So. Weil jetzt haben wir einmal die Farbe wieder ausgewählt. Oder beziehungsweise wir wissen wieder, welche Farbe. Ah, da kommen schon wieder Kunden. Oh Mann. Aber ich sag mal so, wenn das so weiter finanziell läuft, haben wir die Werkstatt im Nu wieder raus. Ne, also wenn die jetzt immer so viel blechen. Das Dach ist ja auch schon komplett ausgebleicht von der Sonne. So, ich habe immer noch keine Meldung, dass da irgendwo ein Kunde steht. Das ist schon mal ganz okay. So, machen wir schnell hier. Das Dach ist schon gestrichen, ne? Sieht so aus. Hoppala. Wir sollten im grünen Bereich bleiben. Das Dach ist schon gestrichen, okay. So, wo ich draufstehe, wird jetzt auch gestrichen. Schön die Füße erstmal anstreichen. Da haben wir das schon mal. Dann machen wir hier schnell. Zap, zap. Da kommen gar keine Kunden mehr, ne? Kann das sein? Übrigens, ich hatte einen Kommentar jetzt gekriegt. Und zwar stand da drin, ich sollte nachts die Tankstelle zumachen. Sag mal, bewegt sich der grüne Bereich nicht mehr? Damit ich hier halt immer für Ordnung schaffen kann. Aber, so wie es aktuell aussieht, haben wir ja mittags auch genügend Zeit, ne? Außerdem will ich keinen Kunden verlieren. An einer anderen Tankstelle. Nur weil wir nachts zumachen. So. Haben wir gleich das ganze Dach schon gestrichen. Krass. Okay, Kunde an Kasse. Ja, ich komme. Moment, ich bin sofort fertig mit dem Dach, deswegen. So, und weg. Man hat auch keinen Fallschaden, zum Glück. Hallo. Oh, Toilette. Also, hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Freut mich. Dann schauen wir mal. Was haben Sie denn da? Aha, eine Dose. Ja, super Auswahl. Gerade in der Wüste ist das hier von Vorteil, immer was zu trinken dabei zu haben. Wir haben hier... Ja. Müssen wir Ware nachbestellen? Lieferung. Autoteile. Kratzerentferner. Reifen. Aha. Achso, übrigens, ich hatte noch einen Kommentar gelesen. Grün heißt, da macht man am meisten Umsatz mit. Kaufen wir auch und kaufen wir auch, ne? Autospiegel. $182. Wie viel haben wir? 100 noch. Okay, wir haben noch $100. Guten Tag. Schöne Tankstelle. Die Farbe kriegt schon Risse, oder? Meine ich das nur? Was ist jetzt wieder los hier? Mann. So, einmal. Ja, nur ein bisschen tanken. Wir müssen bestimmt zur nächsten Tankstelle noch kommen, ne? Ist günstiger. Okay. Verstehe ich nicht. So. Dann, guten Tag, der Herr. Einmal was trinken. Zweimal was trinken. Jede Menge trinken hier. Just as I wanted. Jupp, das stimmt. So, einmal fegen hier. Wo haben wir denn hier noch? Da haben wir noch Fußspuren. Da haben wir noch Fußspuren. Hier haben wir Öl. War ich das etwa? Weil in der... Könnte sein, ne, dass ich das war.
Muss ich die Werkstatt auch sauber machen? Hier ist keiner drin. Oder ist sie gerade am Rasieren? Hoffe ich. So. So, das Dach sieht ja schon mal gut aus. Das sieht gut aus alles. Eigentlich ganz gut hier alles. Heißt, wir können ja theoretisch jetzt erstmal hier... Ach, da kommt gerade Lieferung, ne? So. Toilette. Ja, okay. LKW. Moment. Ich muss zum LKW. So, machen wir die Wand noch fertig. Dann haben wir die Seite nämlich auch schon komplettiert. Und dann können wir nämlich theoretisch... Oh, das war knapp. Guten Tag. Hallo. Beehren Sie uns bald wieder. Warte. Jaha. Ich wollte doch nur den Sack hier mitnehmen. Mann. Okay, den... Ja, Mann. Boah, mit denen bestelle ich nie wieder. Sehr unhöflich hier alles. Mein Gott. So. Guten Tag. Dafür mache ich die Klappe nachher nicht zu. Ne? Das sehe ich nicht ein. So. Aufgabe erledigt. Achso, das war sogar eine Aufgabe. Fülle die Regale in der Werkstatt mit Ersatzteilen. Okay, schönen Tag noch. Ich mache die Klappe jetzt nicht zu. Ne? Der kann jetzt gucken, wo er bleibt. Der muss dann selber jetzt... Der fährt tatsächlich mit offener Klappe. Ah, okay. Haben wir schon mal Arbeit gespart. Kunde an Kraftstoff. Ja, ich komme. Da haben wir noch mehr. Fülle die Regale mit... Ja, ich bin sofort unterwegs. Moment. An Kraftstoff. So, guten Tag, der Herr. Einmal gerne. You're amazing. Ja, weiß ich. Danke. Schönen Tag noch. Okay, wir müssen einmal die Werkstatt auffüllen. Muss ich hier eigentlich auch abschließen, weil der klaut nachher oder sowas? Nee, ne? Ach, da. Platziere. Hä? Okay, ich schmeiß gerade anscheinend immer die Spiegel hin. Ja. Warum auch immer. So. Guten Tag. Ich habe Licht ausgemacht. Guck mal, ich mache Licht aus. Der Scan-Modus. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal Kratzer. Vor lauter Dreck sieht man die Kratzer eigentlich nicht. Wo sind denn hier Kratzer? Das ganze Auto ist ein Kratzer. Hä? Vielleicht hätte mal das Auto vielleicht vorher waschen sollen. Hat der jetzt auf den Knopf gedrückt? Frech. So, wie kann ich das hier auffüllen? Das braucht man alles, oder? Oder ist das nur Deko? Obwohl, eine Holzsäge, weiß ich nicht. Ja, hallo, zwei Kunden an der Kasse. Uiuiui. Herausforderung. Autos betankt. Thanks. Bitteschön. Autos repariert. Herausforderung. Schließe alle Ziele ab, um Tankstelle aufrüsten zu können. Okay. Machen wir. So. 2, 3, 4. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Durchatmen. Boah, das sieht echt schön aus mit dem Weiß hier. Dann machen wir direkt weiter. So, streichen wir einmal hier die Wand natürlich. Hier auch. Vielleicht kriegen wir die Wand sogar auch noch fertig heute. Ja, denke ich mal. Weil jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger. Aber Autos reparieren ist schon krass. Was kommt denn als nächstes? Ich meine, ja, Autowaschstraße. Oh, das könnte natürlich sein, dass noch so was kommt. Ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Weil das Spiel, weiß ich nicht, das ist so umfangreich. So komplex, hätte ich nicht gedacht. Ja. So. Okay, Autos betankt. Bediente Kunden im Laden. 25 Kunden muss ich bedienen für die Aufgabe. Da ist wieder ein Auto. Moment. Ich mache die Wand hier noch kurz fertig. Da muss ich ja erst überlegen, wie viel der tanken will, ne?
Er muss sich erstmal einen Spritpreis ausrechnen, dann gucken, wie viel der im Portemonnaie hat. Dauert natürlich. So. Kunde in Werkstatt, okay. Aber das machen wir jetzt als erstes, weil das geht am schnellsten. Dann gehen wir jetzt schnell in die Werkstatt. Guten Tag. Wie habe ich das jetzt? Wie kann ich den hier auffüllen? Kann ich Radio anmachen? Nee, ne? So, was haben wir denn da? Wir haben... Aha, Kratzer. Irgendwie mache ich hier nur Kratzer, oder? Kann das sein? Ah, ich darf vielleicht nicht in diesem einen Modus sein. Diesem Röntgenmodus. So, das haben wir jetzt auch schon gleich. Guck mal, ich bin Professor... Have a nice day. Wie kann ich das hier auffüllen? Spiegel. Wie mache ich da... Reifen. Ah, place all. Okay, linke Maustaste... Ah, hier auch. Place all. Vielleicht kriege ich das auch hier hin. Ah, da. Place all. So, haben wir wieder aufgefüllt. Sensationell. So, wir müssen Waren nachkaufen. Ganz dringend. Ganz dringend müssen wir Waren nachkaufen. Und fegen. Und machen. Und tun. Und... Ah. So. Schnell Waren nachkaufen. Warte mal, haben wir hier noch? Ne, keine Produkte mehr. Okay. Dann bestellen wir... Warte mal. Lieferung. Kraftstoffvorrat. Ja. Kraftstoff müssen wir auf jeden Fall. Und... Warehouse Level 1. Ne, wir brauchen noch... Produkte. Und zwar Snacks. Dann kaufen wir die hier. Die... Die, weil die sind alle günstig. Wenn ich das... Habt ihr gesagt, ne? Okay, wir sind bei $237 bestellen. So, was war das für ein Sound? Ist der Dennis wieder da? Dennis. Das kann ich bestimmt auch alle streichen, ne? Aber wir haben jetzt erstmal die Tankstelle gestrichen. Kann ich hier drin auch streichen? Oh, krass. Warte mal. Kann ich hier echt streichen? Tatsache. Tja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Kunde an Kasse 1. Ja. Ich bin gerade hier die Toilette am Streichen. Macht man so. Na gut, das ist ja nicht so viel, ne? Das kriegen wir eigentlich relativ schnell bewältigt hier alles. So. Hallo? Müll... Müll ist auch voll, okay. Zwei Sachen, ey. Ja, toll. So, Müll ist voll. Dann schmeißen wir das hier mal ganz... Na, kommst du mit? So. Dann kommst du mal ganz kurz mit. Warte. Da kommt, glaube ich, gerade der LKW. Den lassen wir dann direkt rein. Weil sonst hupt er wieder. Und der andere wird auch hupen. Die kommen ja fast gleichzeitig. So, einmal... Ich war doch da, Mann! Wir brauchen mehr Regale. Ich sehe das schon. So. Und noch mehr. Wie viel habe ich denn bestellt? Junge, ich war ja voll im Kaufrausch. So, fahren Sie jetzt bitte. Einmal bitte wegfahren. Hallo? Oh, steig doch mal ein bisschen schneller ein. Ich hab was zu tun. Kunde an Kasse, Lagerhaus. So. So. Hallo, guten Tag, Tankfahrer. Ich habe auf Sie gewartet. Alles gut. So. Kunde. Kraftstofflieferung habe ich gerade gemacht. You're amazing. Für ein Teil kam ich jetzt, oder was? Hallo? Ja, der Tankwagenfahrer fährt sofort weg. Keine Sorge. Ja, fährt jetzt weg. Okay. Pass auf, dann streichen wir mal ganz schnell hier zu Ende. So, ist kein Kunde irgendwo da, ne? Gut. Nächste. Schließe. Wir haben 4 von 25. Autos müssen wir betanken. Autos kommen keine mehr irgendwie zum Tanken, ne? An der Tankstelle kommt keiner mehr zum Tanken. Alle wollen nur kaufen, reparieren lassen und sowas alles. Aber keiner will mehr tanken. Macht man. Ist wohl modern geworden.
Schön ist das hier. So. Sieht direkt besser aus, ne? Ja, das Dach hatten wir das Dach noch nicht? Kunde an Werkstatt. Ui. Hallo? So, reparieren. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ah, ich muss die Reifen erst nehmen. Okay. Dann. Oha. Was muss ich jetzt machen? Lol. Aha. Setzen wir den dran. Und dann die Schrauben wieder rein. Oh, ja, guck mal hier, ey. Ich könnte bei der Formel 1 arbeiten. So, der nächste. Die hat ja zwei Platten anscheinend. Oh, Kunde an Kraftstoff. Ja. Komm. Das ist ein Stress hier. Ja. Okay, haben wir das jetzt? Ne, Außenspiegel noch. Die haben ja alle dieselben Spiegel anscheinend. Ach so, nur das Glas war kaputt. Okay, so, Kunde an Kraftstoff. Ja, ich bin da. Hallo? Und... so. Haben wir es geschafft, ne? Schön, schön, schön. Aber ich glaube, wir müssen hier das Dach noch schnell streichen. Machen wir mal ganz kurz, weil dann haben wir das nämlich auch. So, $351 haben wir wieder. Sensationell. Schnell. Okay. Nächste. Komm, dann haben wir noch einen Teil vom Dach und dann sind wir fertig. Dann sind wir durch mit dem Dach. Ich hatte gedacht eigentlich schon, wir sind komplett durch, aber anscheinend hatte ich die Seite vergessen. Die habe ich irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Ja, kann nicht vorkommen. So, einmal hier streichen. Und dann gehen wir schnell hier hin. Oh ja, gut, ein bisschen mischen kann man ja hier. Aha, okay. Place all. So, und hier machen wir place all, place all, place all, place all. Hm. Da müssen wir auch noch streichen, ne? Ja, dann streichen wir da jetzt auch ganz schnell. Alles hier auf Vordermann bringen. Alles hier auf Vordermann bringen. Ich sag mal, das Streichen fällt ja nachher weg. Glaube ich. Denke ich. Nee, kann ja nicht. Weil die Tankstelle, die Werkstatt müssen wir natürlich noch streichen. Dann, Entschuldigung, ich muss hier mal ganz kurz streichen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Kunde an Kraftstoff. Ja, Moment. Jetzt kurz Geduld. So, Kunde an Kasse. Moment. So, einmal noch. Dann haben wir nämlich den Innenraum fertig. So. Und fertig. Entschuldigung, ich muss hier durch. Danke. Einmal voll tanken. Klar. So, super. Ich dachte, diese war das. Guten Tag. Ganz schön stressig, der Job. So. Joking, right? Wieso? Wieso? Hat er den nicht gescannt? Ja, so. Fegen wir mal ganz kurz. Einmal fegen, einmal fegen. Vielleicht bauen wir auch überall Regale hin, weißt du, damit das hier, damit die nicht mehr laufen können, damit das hier nicht alles dreckig wird. So. Da haben wir auch noch was. Ich glaube, das ist Farbe, ne? Okay, einmal voll. Einmal. Achso. Wie mache ich jetzt den Schwamm? Rechte Maus. Ah, okay. Ist das jetzt sauber? Ich hoffe. Ah ja. So, weiter. Neuer Level der Popularität. Errungenschaft freigeschaltet. In the Desert. Im Dessert. Mhm. Haben wir jetzt das Schild freigeschaltet. Okay.
Hunde an Kraftstoff. Ja, Moment. So. Ja, bitte. Ciao. Einmal voll tanken. Naturellement. So. Dann gehen wir jetzt beruhigt in die Pause. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.